Müssen wir denn überhaupt heiraten? Da war doch vorher nie die Rede von. Im Gegenteil. Hast du nicht gesagt, dass du auch ohne Trauschein mit mir glücklich wärst? Was wolltest du mir schon die ganze Zeit sagen? Ich habe doch von dem Mädchen erzählt, dass ich verliebt bin. Tja, und das, also, das bist du. An so einer Frau war ich nie interessiert. In so eine Frau hätte ich mich niemals verliebt. Bitte bleib bei mir. Morgen, mein Schatz. Na, gut geschlafen? Regina? Du bist doch wach. Regina, bitte nicht schon wieder. Du. Was ist mit Emanuel? Keine Sorge, ich hab's kapiert. Danke, dass du da bist. Ich muss zu Emanuel. Ich muss aufstehen. Unbedingt. Das ist wie Weihnachten, Ostern und Frühling an einem Tag. Morgen. Oh, mal langsam, ja, eine kleine Pause. Oh. Anna, so fit was? Quatsch, das sind die falschen Turnschuhe. Oh. Okay. Vielleicht auch ein bisschen die falsche Atemtechnik. Oh, und ein bisschen das Wetter. Und vielleicht ein bisschen auch der falsche Joggingpartner. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu schnell gelaufen. Aber nur ein klitzekleines bisschen. Na ja, wer den Schaden hat. Muss auch ein bisschen Sport ertragen. Aber nur so ein bisschen, ja? Der Urlaub in Thailand hat mich doch ganz schön Kondition gekostet. Ich dachte, hätte dir so gut getan. Ah, hat er auch. Körperlich und mental. Nur für die Beine war es nix. Ich wäre die ganze Zeit mit Theresa am Strand rumgelegen. Hm. Womit wir mal wieder beim Thema wären, ne? Oh nee, komm, lassen wir es nicht. Wieso? Ich kann es eigentlich gut verstehen. Ich wäre auch sauer, wenn ich merkte, dass meine Hochzeit nur erfunden ist. Das war doch nur eine Notlüge für meinen Vater. Na und? Sie hat geglaubt, dass du sie heiratest. So, bist du plötzlich verheiratet, oder was? Ich nicht, das weißt du. Aber Theresa ist Sizilianerin, die träumt davon. Das war doch alles nur ein Missverständnis. Da machst du es aber sehr einfach. Ja, einfach bestimmt nicht. Mutter ist auch schon im Anmarsch. Aber darum geht's doch gar nicht. Hast du eine Ahnung? Du kennst doch die italienischen Mütter. Die wissen doch ganz genau, was für ihre Töchter das Beste ist. Würde mich nicht wundern, wenn die gleich mit ihrer ganzen Sippe hier einfliegt. Klingt fast so ein bisschen nach Panik. Ach, jedenfalls bin ich dann in einer Situation, du. Da fällt mir nur noch die klassische Vendetta ein. Ach komm, besser nicht drüber nachdenken. Ach, vergiss die Familie. Du musst es vor allem mit Theresa klären. Die ist doch aus allen Wolken gefallen. Doch das größte Missverständnis lässt sich irgendwie aus der Welt schaffen. Ja, und wenn sie es nicht begreift oder akzeptiert, soll sie etwa doch heiraten? Ach, natürlich nicht. Aber aus deiner Glückstherapie ist inzwischen wirklich eine ziemliche Unglückskiste geworden. Und los! Yes. Meine Zwillinge werden auch immer schneller. Obwohl es immer mehr Kerzen werden. Dürfen wir auspacken? Na klar. Ich verteile schon mal die Torte. Hat dein Typ eigentlich angerufen? Oliver di Milano? Nee. Aber du hast seine Nummer, oder? Spinnst du? Der soll mich anrufen. Ja, zum Geburtstag mindestens. Wow! Geht mal einer von euch. Nein, es geht jetzt nicht. Wie süß! Los! Alles Gute! Speziell bei Stürzen. Sozusagen alles Gute zum Sturztag.
Ich muss das klären, echt, heute noch. Vor allem muss ich verhindern, dass die Mutter anreist. Normal. Ja. Uns brauchst du dabei aber nicht zu erwähnen. Aber lieber, du lässt das draußen. Ja, dann macht's doch überhaupt keinen Sinn. Also wenn, dann sollte ich ihr wirklich die ganze Wahrheit sagen. Was nützt die Wahrheit, wenn sie verletzt? Da hätte man zumindest geklärte Fronten. Aber dann verlierst du sie wahrscheinlich ganz. Und was übrig bleibt, ist ein schäbiges Gefühl. Jedenfalls nicht die Erinnerungen an das, was schön war in eurer Beziehung. Ja, klingt einleuchtend irgendwo. Hm. Überleg dir also genau, was du rauslässt. Ach, was wären wir ohne unsere klugen Frauen, hat schon der gute Brecht gesagt. Ja, der Mann wusste schon, wovon er redet. Also du, wenn ich das hinter mir habe, dann brauche ich aber dringend was für meine Psyche. Wie wär's denn mit einer Runde Yoga heute Abend? Ist heute schlecht, der Fitnessraum ist belegt. Ist doch egal, dann gehen wir zu mir. Na gut, okay. Ich hoffe, dass ich bis dahin Ordnung in mein Leben gebracht habe. Okay, ciao. Übrigens, da ist noch was drin in deinem Helm. Tag, Herr Kuczynski. Hey, Tag. Tobi, alles Gute dir auch. Danke schön. Hey. Du hast Glück, es gibt keine Torte. Aber das war doch gerade noch gar nicht drin. Tja, schnelle Finger. Go-Kart! Oh, das ist super! Ich hab mir gedacht, wir veranstalten alle zusammen Rennen. Und Leichtgewichte haben da ganz besonders große Chancen. Wäre das nichts für ein Mädchen mit Speed? Aha. Ha? Und daher der Helm. Mhm. Was ist denn nun, Tom? Willst du ein Stück Torte? Oh, ich glaube, das geht nicht. Sorry, ich muss ins Ortruhs zurück. Hey, tortenmäßig verpasst du was. Wir bunkern für dich ein Stück. Heute Abend auf der Party, okay? Ihr seid genial. Lasst es euch schmecken. Bis dann, bis später. Ciao. Tschüss. Und wie gesagt, machen Sie die Atemübung so oft wie möglich. Hm? Vielen Dank, Herr Doktor. Wiedersehen. Alles Gute. Danke. So. Der hat jetzt genau 5 Minuten gezogen. War das richtig? Ja, perfekt. Danke. Ist noch was? Ja. Wir haben im Moment sehr viele Anmeldungen. Und soweit ich weiß, fällt doch in 2 Wochen ein Tag aus, oder? Warum? Ist das ein Feiertag? Nein, ich dachte nur. Aber klar, dann fällt deine Hochzeit wohl auf ein Wochenende. Was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Nein, du nicht. Ich wundere mich bloß. Aber wahrscheinlich bin ich da der Einzige und es war schon halb Sizilien und der ganze Marienhof. Also wenn wir nicht eingeladen sind, ist es wirklich kein Problem. Wieso denn wir? Wer denn noch? Sven. Ach so. Ja, interessant. Was ist denn? Also ich freue mich so für euch. Theresa war so glücklich. Zoe, komm. Tu mir bitte den einen Gefallen und hol einfach den nächsten Patienten rein, ja? Sofort. Wir wollen uns tief küssen. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, in der wir sterben müssen.
Sie ist tot. Und ich hab sie. Zukünftige möchte dich sprechen. Aha, ja gut, schick sie rein. Ich muss auf der Stelle mit dir sprechen. So geht das nicht. Ich weiß, Theresa. Ich wollte dir auch noch einiges sagen. Gibt es noch was? Außer, dass du mich nicht heiraten willst? Nein, Theresa. Das verstehst du völlig falsch. Es geht auch um deine Mutter. Mach dir bloß keine Sorgen. Meine Mama habe ich ausgeladen. Theresa, bitte. Lass uns doch heute Abend in aller Ruhe über alles reden, ja? Heute Abend? Da komme ich höchstens bei dir vorbei, um meine Sachen zu holen, verstehst du? Ja, aber Theresa, das mit der Hochzeit, das war doch alles nur ein Irrtum. Du kannst doch jetzt nicht einfach... Du hast recht. Wahrscheinlich war das alles nur ein riesengroßer Irrtum. Es ändert auch nichts. Ich bin schuld daran. Quatsch. Ich habe das doch alles inszeniert. Weil ich nicht mehr leben wollte. Du wolltest mir helfen. Mit dem Tod. Habe ich aber gründlich versagt. Zum Glück. Wenn du jetzt tot wärst, wäre die Hölle für mich. Mama, ich... Ich bin so froh, dass ich dich hab. Dich und Elena. Ich will wieder leben. Gute Nachrichten von der Ärztefront. Deine Werte sind bereits wieder stabil. Der Oberarzt meinte, du könntest schon bald entlassen werden. Unkraut vergeht nicht, was? Hör auf. Wir schaffen das. Mein ganzes Geburtstagsgeld habe ich schon digitalisiert. Neue CDs, beschleunigter Sound. Wäre das nichts für ein Mädchen mit Speed? Ach, Wahnsinn, halt bloß die Klappe. Doch nicht aufregen, bitte. Du hast doch heute Purzeltag. Hey, lass ihn einfach. Hey, wenn ihr jetzt schon alles wegmampft, müssen wir noch was nachkaufen. Hey, keinerlei Versorgungslücke. Knabberzeug bis zum Anschlag. Aber Getränke fehlen noch. Da haben wir nicht gedacht. Ach, ich wieder. Ja, mach schön auf großen Bruder. Schließlich bist du auch heute an ihr älter geworden. Ah, tut mir leid, junges Fräulein. Aber mein Arzt hat mir jede Anstrengung verboten. Ey. Hier ist der Rest. Mach schon. Ich mach schon, okay. Getränke, okay. Cola und so, okay. Und zwei mit Tränke, Großmarkt. Oh nee, das ist zu weit. Da bin ich ja ewig unterwegs. Na und? Hey, da krieg ich Kreuze und überhaupt die Krise. Wo sind denn jetzt alle starken Männer, die dich andauernd anbaggern? Tinker und ich bereiten alles andere vor, ja? Machen Spezialbaguettes und so. Du musst dich nur um die Getränke kümmern. Und um die Musik. Aber ich werde heute Abend lege ich meine Musik auf. Bei deinem neuen Schwan besteht ja fast die Chance, dass er den gleichen Geschmack hat wie ich. Bye, bye. Ja, mit dem Tom, oder? Hey, was ist denn passiert? Sie ist jetzt raus? Ich meine. Hat sich Tom in dich verliebt? Na los, erzähl schon. Ich will jede Einzelheit wissen, ja? Er hat dich geküsst. Echt? und was ist mit Olli? Olli? Der Typ hat doch noch nicht mal an meinen Geburtstag gedacht. Hey, vielleicht ruft er noch an. Vielleicht ist er total im Stress da in Mailand. Ja klar. Stress mit den vielen wunderbaren Frauen, die dort täglich um ihn herumschwänzeln. Glaubst du, der hat was mit einer anderen? Ja, wer weiß. Und die Vorstellung ist, ich meine, macht die dich nicht total wahnsinnig? Macht dich das überhaupt nicht eifersüchtig? Das ist schon krass, ich weiß. Aber es tut mir nicht weh. Es macht mir irgendwie überhaupt nichts aus.
Geh mir aus dem Weg. Ich hab den Champagner extra für dich aufgemacht. Ich will aber keinen. Aber ich wollte doch nur mit dir reden, dir alles erklären, ehrlich. Wie, das etwa auch? Bitte? Komm, Theresa. Das habe ich nicht verdient. Du hast noch was ganz anderes verdient. Willst du nicht wenigstens dieses Ding ablegen? Wozu denn? Damit ich mir einbilden kann, dass du noch einen Moment bleibst. Was glaubst du eigentlich? Ach, Theresa, du bist fantastisch. Das hätte dir ein bisschen früher einfallen können. Lass mich jetzt los. Jetzt ist es zu spät. Komm, Theresa, bitte gib mir noch eine Chance. So nicht. Ich muss nachdenken. Und ich muss mit dir reden. Vielleicht morgen. Du kannst kommen, wann immer du willst. Powerfrau. Ja. Ja, genau. Ja, okay. Vielen Dank. Ich bin gerade im Krieg mit dem Pinsel. Diesen Krieg können aber beide gewinnen. Schöner Gedanke. Frau Meißner hat angerufen. Sie kann übermorgen wieder zur Physiotherapie kommen. Ja, weiß, Sir. Und mit dem Logopäden? Habe ich auch telefoniert. Der kommt aber erst nächste Woche. Ist der da müde? Oh Gott. Deine Medizin. Zum Glück ist Emanuel bald wieder gesund. Zum Glück willst du wieder was vom Leben. Das eine sage ich dir. In nächster Zeit bleib ich zuständig für deine Gesundheit. Jetzt mein Lieblingssklave? Genau. Aber nur so lange, bis du wieder fit bist. Was ist, wenn ich gelähmt bleibe? Da wette ich dagegen. Und wenn nicht, dann bleibe ich eben dein Lieblingssklave. Was reizt dich überhaupt noch an mir? Da wüsste ich so einiges. Gerade mal geschafft, mich aus dem Bett rauszubekommen. Genau. Aber nur, um dich direkt immer dahin wieder zurückzubekommen. Und ich kann mich nicht mal wehren. Das ist es, was mich so reizt. Na, warte. Wenn ich wieder fit bin, dann... Was dann? Dann küsse ich dich. Leid, ich kann mich heute nicht konzentrieren. Na komm, wir sollten mindestens noch eine Übung machen. Mir geht die ganze Zeit Theresa im Kopf rum. Hast du nicht mit ihr geredet? Doch schon. Oder sagen wir, ja, hat sie mit mir geredet. Ich hatte überhaupt keine Chance. Ah, tatsächlich? Hm? Was ist denn jetzt mit deiner Haltung? Hm? Auf der Matte erstmal. Weißt du? Vorhin war sie hier und hat alle ihre Sachen geholt. Sie will ganz mit mir Schluss machen. Das ist ja doch zu viel erzählt, oder? Ach, Quatsch. Dann ist sie wirklich konsequent. Das ist sie, bis zum Anschlag. Ich sag dir, diese Frau, die hat ein Temperament am Leib, wenn die mal richtig in Fahrt kommt, da ist der Edna ein Dreck dagegen. Hey, du bist ja richtig begeistert. Na komm, ruf sie an und sag ihr das. Bloß nicht. Im Moment ist die auf 180. Nee, das sollte man lieber abwarten. Bist du vielleicht ein bisschen feige? Nein, nur ein bisschen klug. Garantiert werde ich ihr schon in ein paar Tagen schwer fehlen. Sie war doch total glücklich mit mir. Oh, oh. Also gegen zu viel Selbstbewusstsein kenne ich eine äußerst wirksame Übung. Oh, nee, Bettina, bitte keine Yoga mehr. Ich bin schon fix und alle. Transparent sozusagen. Du, ich hätte dann noch einen Shampoo offen. Du bist unverbesserlich. Ach komm,
Zwischen uns beiden ist doch alles klar. Das gehört eben auch zu meiner Glückstherapie. Typ doch tatsächlich los. Pass auf. Wieso denn Fahrrad geklaut? Er stand mutterseelenallein an eine Laterne gelehnt, völlig verrostet im Regen und angekettet. Ich hab's doch nur gerettet. Der Typ, der hat noch zwei nagelneue Bikes im Keller und die kommen nie ans Tageslicht. Nie. Tja, Freiheit für alle Bikes, sagte der Typ und radelte auf der alten Rostlaube davon. Genau, Schluss mit der Unterdrückung. Alle Bikes ans Sonnenlicht. Jeden Dattel einen Sattel. Ich denke, ich sollte dringend einen schnelleren Beat auflegen, ja? Ach, lass doch. Oder willst du unser Schmusepärchen stören? Die machen doch schon seit einer halben Stunde so rum. Ich dachte, Tom wäre dir vielleicht lieber als Olli. Tom ist ja auch ein ziemlich feiner Kerl, aber stell dir mal vor, Olli würde jetzt hier reinplatzen. Das wäre ziemlich blöd, ja. Ziemlich blöd? Wäre echt der Mega-Zoff. Immerhin ist Tinke noch mit ihm zusammen. Zumindest offiziell. Schade, dass Björn nicht da ist. Ich sag doch, dieser Schlafsound bringt nur Probleme. Und? Glaubst du mir? Und du? Bin ich denn die Einzige? Kein anderer Typ im Spiel? Also, bei mir nicht. Ich freue mich so. Ich kann es doch gar nicht glauben, dass du dich in mich verliebt hast. Wenn ich vorhin etwas schroff war. Schläfst du? Ertappt beim Sex mit der Ex. Ist das das Ende von Robert Eschenbachs Glückstherapie? Im nächsten Marienhof.